Hey, freut mich, dich kennenzulernen und herzlich willkommen zu diesem Basic-Video im Bereich Trading. Falls wir uns noch nicht kennen, würde ich mich dir gerne ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Yannick Baumann. Ich beschäftige mich mittlerweile seit mehreren Jahren mit der Thematik Trading, lebe mittlerweile auch hauptberuflich davon. Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Bereich Forex-Trading und genau in dem Ding würde ich dir heute gerne einfach so mal ein paar Schritte am Anfang mitgeben, ein paar Dinge, die ich extrem wichtig finde. Ja, und einfach mal so die Basics, dass du einen Weg reinfindest, dass du vielleicht einen Öffner hast, dass du vielleicht wirklich für dich mal entscheiden kannst, hey, in welche Richtung geht's bei mir? Deswegen lass uns gar nicht allzu lange rummachen und lass uns direkt mit dem Video reinstarten. So, jetzt solltest du meinen Bildschirm hier sehen und ich habe dir hier oben erstmal eine ganz kleine Agenda aufgeschrieben, damit du mal siehst, mit was beschäftigen wir uns heute. Und zwar fangen wir an mit, was sind denn die Kerzen? Was sind Kerzen überhaupt? Wie funktioniert ein Kerzenchart? Gehen dann kurz auf die Timeframes ein, ganz kurz auf die Market Structure, auf den Trend, auf eine Imbalance. Was ist eine Imbalance? Und auf das Thema Liquidität. Denn ich will, dass du heute aus diesem Video mit zwei ganz, ganz großen Erkenntnissen, mit zwei wirklich extremen Nuggets rausläufst, die dein Trading Game, egal ob du ein kompletter Anfänger bist oder ob du schon weiter drin bist, nochmal wirklich extrem nach oben heben. Denn hätte ich diese Dinge früher gewusst, meine Trading Journey wäre deutlich, deutlich kürzer ausgelaufen und ausgegangen. Deswegen lass uns direkt reinstarten. Und zwar haben wir im Markt zwei verschiedene Kerzen, wenn wir uns einen Kerzenchart angucken. Wir gehen mal hier ein bisschen nach unten und haben hier dann den Kerzenchart. So sieht ein Kerzenchart im Allgemeinen aus. Ja, aber du hast ja gar keine Ahnung, was ist das denn überhaupt? Deswegen lass uns mal ganz kurz wieder zu der Zeichnung nach oben gehen und uns das Ganze einmal angucken. So, die zwei verschiedenen Kerzen. Wir haben einmal die bullische, das ist die positive Kerze, und die bearische, das ist die Kerze, die nach unten geht. Wichtig für dich: Wir können beim Trading in beide Richtungen profitieren. Das heißt, de facto für uns ist es am Anfang mal egal, ob wir da eine grüne Kerze oder eine rote Kerze sehen. Oder wie du vorhin hier im Chartbild gesehen hast, blau und schwarz. Du kannst diese Kerze in der Farbe einstellen, die du es selber haben willst. In unserem Beispiel steht grün für positiv, rot für negativ. Also rot für nach unten gehen. Grün für kaufen, rot für verkaufen. Und du kannst an einer Kerze vier verschiedene Dinge ablesen. Und zwar einmal bei der grünen Kerze den Minimalpreis, den Öffnungskurs, den Schlusskurs und den Maximalpreis. Bei der roten Kerze der Maximalpreis und der Minimalpreis bleiben gleich. Der Öffnungs- und der Schlusskurs tauschen Positionen. Warum? Eine grüne Kerze öffnet unten, der Markt läuft von unten nach oben. Und eine rote Kerze öffnet oben, der Markt läuft von oben nach unten. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Warum Schlusskurs, warum Öffnungskurs, warum läuft das Ganze nicht einfach durchgehend? Und zwar hast du hier oben die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Timeframes zu wechseln. Du hast hier auch die Möglichkeit, noch viel, viel mehr aufzuklappen, dir die ganzen Dinge zu favoritisieren, was du am meisten brauchst. Und je nachdem, wenn ich auf einer Minute bin, läuft eine grüne Kerze eine Minute. Danach bildet sich die nächste Kerze. Wenn sie grün wird, sie öffnet sich am Schlusskurs. Wenn sie grün wird, läuft sie nach oben. Wenn sie rot wird, läuft sie nach unten. Wenn ich auf 5 Minuten gehe, läuft eine Kerze 5 Minuten. Du hast hier am Rand dann auch immer eine Zeitanzeige, die hast du jetzt leider nicht, weil wir Wochenende haben. So, gehen wir zum nächsten Thema weiter. Denn wenn du das Thema Kerzen verstanden hast, dann ist die Frage, wie läuft eigentlich die Marktstruktur? Und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Ich versuche das Ganze aber wirklich perfekt für dich zusammenzufassen. Wir fangen an. Wir haben den Markt, gibt es in drei verschiedenen Phasen. Nummer 1, den Aufwärtstrend, dann läuft der Markt nach oben. Nummer 2, den Abwärtstrend, dann läuft der Markt nach unten. Und Nummer 3, die Seitwärtsphase. Wie der Name schon sagt, der Markt kann sich weder entscheiden, ob er nach oben oder nach unten geht, sondern er läuft nur seitwärts. Wichtig dabei, so eine richtige Seitwärtsphase gibt es nicht. Weil eine richtige Seitwärtsphase wäre ein gerader Strich. Sondern auch in der Seitwärtsphase haben wir immer kleine Bewegungen nach oben, kleine Bewegungen nach unten, kleine Bewegungen nach oben, nach unten und so weiter und so fort. Wenn wir in einer Aufwärtsbewegung sind, dann nennen wir das Ganze Trend und wir können hier unten eine Trendlinie zeichnen. Genauso wie bei einem Abwärtstrend können wir hier oben eine Trendlinie zeichnen, denn der Markt prallt bei einem Abwärtstrend immer von der Trendlinie ab, die drüber liegt und geht weiter nach unten und bei einem Aufwärtstrend von der Trendlinie unten ab und geht weiter nach oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch hier könnten wir die erste Möglichkeit zu traden schon nutzen und zwar gibt es sogenannte Trend-Trader, die einfach nur warten, bis der Markt einen Trend bildet, das heißt eine Linie nach oben, und sie steigen immer wieder
ein, sobald der Markt von dieser Linie abprallt. Genauso andersrum, sie steigen immer wieder ein, sobald der Markt bei einem Abwärtstrend von dieser Linie nach unten abprallt. Die zwei Möglichkeiten gibt es hier schon zu traden. Das sind natürlich sehr, sehr wenige Confirmations, sehr, sehr wenige Bestätigungen dafür. Deswegen weiten wir meistens das Ganze aus. So, was gehört noch zum Bereich Structure? Für mich besteht ein Strukturteil immer aus einem Impuls und einer Korrektur. Du musst dir vorstellen, wir sind in einem Markt. Der Markt kann nicht unbegrenzte Zeit in eine Richtung sprinten, sondern er muss auch sich immer wieder mal ausruhen. Und hier haben wir in einem Aufwärtstrend immer einen Aufwärtsimpuls und eine Abwärtskorrektur. Einen Aufwärtsimpuls und eine Abwärtskorrektur. Genauso in einem Abwärtstrend haben wir einen Abwärtsimpuls und eine Aufwärtskorrektur. Wir korrigieren immer den vorherigen Impuls. Und wir nennen diese Kombination, machen das Ganze hier mal wieder weg, aus einem Impuls und einer Korrektur nennen wir immer ein Strukturteil. Sollte das Ganze, wie in dem nächsten Fall hier, Impuls, Korrektur nach oben gebrochen werden, dann brechen wir die Struktur. Wir brechen ein Strukturteil nach oben. Das Ganze nennen wir Break of Structure. Natürlich könnten wir uns einen übelst langen Namen ausdenken, aber deswegen ganz kurz gefasst, Break of Structure. Es gibt im Trading ganz, ganz viele solche Abkürzungen. Solltest du bei irgendwas strugglen, irgendwas nicht ganz verstehen, du hast hier unten auf jeden Fall mein Instagram eingeblendet, kannst mir dann gerne auf Instagram schreiben und mich da einfach nochmal fragen und dann werde ich mich da nochmal mit dir zusammensetzen. Wir können gerne uns nochmal austauschen. Aber gehen wir zurück. Denn wenn wir die Struktur nicht in Trendrichtung brechen, sondern wie in dem Fall hier, wir sind hier noch aufwärts, dann in die Seitwärtsphase über und jetzt brechen wir nicht nur das Strukturteil, sondern wir brechen die komplette Trendrichtung nach unten. Dann nennen wir das Ganze Change of Character. Warum? Wir machen das Ganze hier mal wieder weg. Wir haben eine Charakteristik des Marktes, eine Aufwärtsbewegung und eine weitere Charakteristik, die Seitwärtsbewegung. Und wir brechen diese Charakteristik und gehen weiter nach unten. Das heißt, hier haben wir den Change of Character. Auf der bearischen Seite, das heißt im Abwärtstrend, ist es natürlich genauso. Wir haben Impuls und Korrektur. Und wenn wir dieses Strukturteil nach unten brechen, haben wir hier unseren Break of Structure. Gehen wir einen Schritt weiter. Sollten wir das Ganze in dem Fall wieder nach oben brechen, dann hätten wir hier in diesem Fall wieder unseren Change of Character. So, wir machen das Ganze nochmal schön in Schwarz. Perfekt. Das heißt, hier hätten wir auch wieder unseren Change of Character. Warum? Weil wir wieder die Charakteristik des Marktes ändern. So, jetzt hast du über Kerzen gelernt, jetzt hast du über Timeframes gelernt, jetzt hast du über die Struktur und den Trend gelernt. Der wichtigste Nugget am Anfang, den ich dir mitgeben kann, heißt: The trend is your friend. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch einer der Hauptpunkte, den ich dir heute mitgeben will. Gehen wir einen Schritt weiter. Denn schön, der Trend is your friend, aber in welche Richtung läuft der Markt? Und dazu kommen wir jetzt zu einem Teil, das wirklich schon, dazu kommen wir jetzt zum Thema Imbalance. Denn um auch den nächsten Bereich verstehen zu können, der Markt versucht immer eine Balance im Markt herzustellen. Stell dir vor, du gehst zum Autohändler und willst dein Auto für 100.000 Euro verkaufen. Der Autohändler bietet dir aber nur 1.000 Euro. Dann findet kein Handel statt, weil ihr euch nicht einig werdet. Wenn der Autohändler aber sagt, ich gebe dir 1 Euro und du sagst, nee, mache ich nicht, findet auch kein Handel statt. Das heißt, er muss dir einen Preis, einen fairen Preis nennen und du musst diesen fairen Preis matchen. Nur dann kann ein Handel stattfinden. Das heißt, wir brauchen Käufer und Verkäufer, die sich einig sind auf einen Preis. Und jetzt kommen wir hier zum Thema Imbalance. Im Thema Imbalance haben wir einen unfairen Preis im Markt. Denn der Markt bewegt sich nach oben und bildet zwischendrin eine große Candle. Wir machen die hier mal ein bisschen größer. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Wicks am Markt dran. Wir haben einen großen Körper von der Kerze, die weder von der Kerze vorher, noch von den Wicks der Kerze vorher, noch von den Wicks oder der Kerze, die danach kommt, geschlossen wird. Das heißt, hier hätten wir eine Imbalance. Genauso aber auch hätten wir hier eine Imbalance. Und dabei können wir uns einfach merken,
Der Markt braucht immer einen ausgeglichenen Preis. Das heißt, der Markt wird zu 100% irgendwann hier wieder runterkommen, um diese Imbalance zu schließen, um einen fairen Preis herzustellen. Das hat einfach mit der allgemeinen Marktwirtschaft, mit der allgemeinen Struktur des Marktes zu tun. Der Markt läuft in Ticks und so weiter. Ich könnte hier extrem ins Detail gehen, was aber wieder den Rahmen sprengen würde. Nochmal, solltest du noch irgendwelche weiteren Fragen haben, melde dich gerne auf Instagram bei mir. Genauso haben wir das gleiche im bearischen Modus. Im bearischen Modus haben wir hier diese Imbalance und der Markt wird diese Imbalance zu 100% irgendwann schließen. Das muss nicht jetzt sofort sein, das kann auch in weiter Zukunft sein. Was bringt uns das Ganze? Wenn wir wissen, der Markt will immer wieder zu Imbalancen zurückkommen, wir wissen, der Markt braucht einen fairen Preis, wir brauchen immer Verkäufer und Käufer, um einen Handel stattfinden zu lassen, dann können wir eine Imbalance sehr, sehr gut als unseren Entry bzw. unseren Stop-Loss oder unseren Take-Profit nutzen. Das dazu. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter und damit auch zum letzten oder zum wichtigsten Nugget, was ich dir heute mitgeben will. Das Ganze sieht jetzt hier ein bisschen kompliziert aus. Ich versuche euch das Thema Liquidität, Geld im Markt ganz kurz zusammenzufassen. Liquidität bedeutet Geld. Wo liegt Geld im Markt? Geld liegt immer da, wo die ganzen Stop-Losses der Trader liegen. Wir haben hier positive, also bullische Positionen und hier negative, also bearische Positionen. Das heißt, hier oben drüber, ihr seht hier das Ende des Schwarzen oder hier unten das Ende des Schwarzen, sind die Stop-Losses der ganzen Trader. Und wenn wir jetzt im bullischen Bereich zum Beispiel sagen, wir kaufen hier uns in den Markt ein, wir öffnen eine Position, hier ist unser Entry. Sobald unser Stop-Loss erreicht wird, verkaufen wir die Position wieder an den Markt. Genauso andersrum, auch bei einem Sell kaufen wir uns eine Position und sobald unser Stop-Loss erreicht wird, verkaufen wir die Position zurück an den Markt. Das heißt, wir eröffnen oder durch die Stop-Losses wird eine Seite der Waage, der Markt ist immer in der Waage, wird eine Seite deutlich nach unten gedrückt und die andere natürlich dementsprechend nach oben. Was kann also passieren, wenn wir einen fairen Preis brauchen? Sobald sehr, sehr viele Buyer im Markt sind, das heißt, viele Stop-Losses erreicht werden, können wir oder können die Banken nachschieben und sehr, sehr viele Sell-Positionen reinhauen. Das heißt, der Markt wird meistens eine sehr starke Bewegung nach unten machen. Viele Seller werden ausgelöst oder werden rausgeschmissen. Also können die Banken extrem den Markt nach unten schießen, weil Seller, sobald der Stop-Loss erreicht wird, sind das Buy-Positionen und um Buy-Positionen auszugleichen, brauchen wir Sell-Positionen. Genauso andersrum. Wenn die ganzen Buyer im Markt sind, sobald die Stop-Losses der Buyer ausgelöst werden, sind das Sell-Positionen offene und wir können oder die Banken können einen starken Push nach oben machen, indem sie viele Buy-Positionen öffnen, um so wieder ein Gleichgewicht im Markt herzustellen. Liquidität, eins der wichtigsten Themen. Wenn du das Thema Liquidität verstanden hast, dann führt nichts daran vorbei, dass du profitabel bist. Da kann ich dir Brief und Siegel, würde man im Deutschen sagen, darauf geben. Wir gehen jetzt ganz kurz zum nächsten Punkt und das sind hier die zwei wichtigsten Nuggets. Den ersten haben wir schon erwähnt. The trend is your friend. Und den Nugget Nummer zwei, der Markt läuft immer dahin, wo das meiste Geld liegt. Denn die Banken versuchen, dich als Normalo-Trader auszustoppen, um deine Positionen mitnehmen zu können, um eine Position, eine sehr, sehr große Position in die andere Richtung auszulösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sollte dir irgendwas heute aus diesem Video nicht klar geworden sein, dann lass uns gerne austauschen, lass uns miteinander connecten, schreib es gerne unten in die Kommentare rein oder schreib mir auf Instagram. Mein Insta siehst du unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise solltest du auch hier nochmal verlinkt sehen. Mit den Worten, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich dich auf deiner Trading Journey begleiten durfte und wir sehen uns. Haut rein!